Hätte ich gern was, mit dem ich dich wegstoßen könnte. Da hätte ich dich nämlich schon lange darunter gestoßen. So. Jetzt nochmal den Circuit. Und Quick Save. Was sagen denn die Statistiken? Secrets found 0 von 3. Ja, und es gibt auch nur noch 6 Secrets. 3 hier und wahrscheinlich 3 oben. Ah, nicht auf mich schießen. Ja, garantiert ist hier irgendwo eins von diesen Secrets. Okay. Aha. Okay, darum kümmern wir uns später. Ich mache jetzt die letzte Tür zu, so dass ich nicht mehr irgendwo runterfahren kann. Und töte die Nervensäge. Hier. Ihr sollt vielleicht wirklich die Schilder umswitchen. Beim Nahkampf kriege ich ja öfter mal von vorne eins auf die Fresse. Ja, und es gibt wieder das lustige... Wo versteckt sich der Schalter? Ich hätte eigentlich schwören können, dass es hier irgendwie weitergeht. Ach, hier geht's weiter. Aha. Klar. Da geht es wahrscheinlich in die Büros selber rein. Wie gesagt, wenn ich das eine Ebene geklärt habe von den beiden, die wir jetzt haben, und ich nicht alle Secrets gefunden habe, dann gucke ich eben, wo die Secrets sind. Ich will euch ja nicht länger mit rumsuchen. Das ist die gute Frage. Ah ja.
So, ich kann hier auf jeden Fall öffnen. Munition, ein Elite-Sepper. God, I hate Crawl. Handy Runcalf. Letzte Nachricht von ihm. Gott, ich hasse Crawl. Dieses neue Kind, dieser Crawl-Welpen. Er denkt, er ist eine Art Oberburner. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals jemanden getroffen habe, der so damit beschäftigt ist, die Großartigkeit des Büros zu unterstreichen. Also Promote heißt eigentlich dickfett Werbung machen. Jedes Stück Abfall oder Schrott, das sie ausspucken, ist Gold für ihn. Egal wie beknackt das Design ist. Ich habe einige Issues mit spezifischen Verbesserungen. Ich habe selbst einige Issues mit spezifischen Verbesserungen archiviert. Wisst ihr was? Nichts. Das wurde alles abgewiesen. Seufz. Wer schreibt Seufz in seinem Brief? Warum hat Reik mich überhaupt ausgewählt, das Engineering-Team zu leiten? Hier. Trotz, dass ich nichts darüber zu sagen habe, was er vorgehen soll. Also er hat über nichts zu melden, besser gesagt. Und die blinde naive Brett. Rotznase. Und die blinde naive verhätschelte Rotznase Quoll. Mit diesem idiotischen Grinsen in seinem Gesicht. Denkt, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Zur Hölle mit ihm. Handy Runcalf. Chief Robotics Engineer. Jo, das war auch seine letzte Nachricht. Das heißt, wir haben eigentlich auch bald hier alles. William Bond fehlt noch eine Nachricht. Wie viele Nachrichten fehlen denn noch? 10. Notes. Eine bei William. 3 hier bei Laura macht 4. Eine bei Markus macht 5. Habe ich mich auch nicht verzählt. 1, 3 macht 4, 5, 9. Ja, das heißt, es fehlt uns noch ein Ansprechpartner hier. Außer ich sehe ihn gerade nicht offen. Nö. Also ja, von irgendeinem kriegen wir dann noch eine Note. Das war Heidi Walkalf, Chief Engineer. Okay. Jo. Da sterbe ich, wenn ich runterspringe. James Quall, Deputy Foreman in Manufacturing. Markus Weig, Chief Officer of Arx Vaporum. Ich habe noch ein Büro hier, okay. Das sah gerade verdächtig aus. Laura Weig. I need a key. William Bond, Chief Administrator. Gehen eigentlich alle? Die Tür geht schon mal auf. Hätte die hier geklemmt? Ja, die hier klemmt. Okay.
Nichts Verdächtiges in den Bücherregalen. Elite Protector. Warum nicht? Ansonsten ist hier nichts. Gut. Okay, Markus Weig ist auch blockiert. Gold Key. Achso, das ist ein Schreibtisch. Ich dachte schon, warum steht da die Tür? Misty Sea, also neblige See, Elite Umbrella. Ah, William Bond, das war seine letzte. Ich habe es geschafft heute. Ich war heute draußen. Endlich mal. Aber es gab nichts zu sehen, wirklich. Der Nebel scheint allgegenwärtig zu sein über dieser See. Wenigstens hat der kalte Wind auf meinem Gesicht mich wieder etwas lebendig fühlen lassen. Außerdem habe ich das kleine Mädchen auf der Terrasse gesehen, Wikes Tochter. Sie ist ein Engel, so süß und trotzdem gehört sie nicht her. Was für eine Kindheit ist so eine metallene Monstrosität? Und wir nennen es bereits schon zu Hause. Durch die kalte, autoritäre Erziehung ihrer Mutter Laura denke ich, dass dieser Plüschbär, an dem das Mädchen so hängt, die einzige Spur an Unschuld ist, die sie aufzuweisen hat. Und Markus toleriert das? William Bond, Chief Administrator. Ja. Damit haben wir dann nur noch von mir ein, also von Markus eine Tonaufnahme, von Laura drei Stück. Die vier hier und dann fehlt noch eine Aufnahme. Da, ja. Also wie gesagt, in mein Büro kommen wir nicht so einfach rein. Und ich hatte hier überall Ausschau nach versteckten Druckknöpfen. Es könnte nämlich zum Beispiel auch sein, dass in dem Raum nebenan, also in dem Büro hier, vielleicht was versteckt ist. Knopfmäßig. Bingo. Hat das jetzt hier drüben was geöffnet? Ja. Extractor? Was zur Hölle bist du denn? Integrity Regeneration per Hit? Okay. Das nehme ich doch gerne. auf Tagesmax entwickelt wie jetzt Bonus Damage. Das ist eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Wodurch mache ich eigentlich die ganze Zeit in meinem Nahkampf Feuerschaden, frage ich mich gerade. Oh, habe ich hier eine Dings? Ach ja, Blutungschance, das war's, genau. Aber ja. Ist schon mal schön. Also hier haben wir ein Secret gefunden. Ist die Frage, wo wir das nächste finden werden.
So, das heißt, wir müssen hier wohl oder übel durch. Okay. Ist hier etwas? Damit mache ich nur das wieder zu. Damit mache ich das auf. Ah. Okay. Das heißt, ich kann den betätigen. Und hab's durchgeschafft. Okay. Bin direkt hinter Markus Weix Büro. Ja. Get married, they said. What's the worst that could happen? Ja, dass ihr meine das Weix Frau mit Schrauben drehen stirbt an die Wand nagelt. Get married, they said. What's the worst that could happen? Come. The Bureau has called for me to answer for the accidents in the Ox Vaporum. They're sending an escort ship to take me to Capital Island. My heart is pounding. In a way, I'm looking forward to seeing the beautiful Citadel again after several years. But it's a pity Sophie can't come along. I so much want her to see the normal world. Leaving the tower with Laura in charge. To say I'm worried is an understatement. I have no idea what to expect from her when I return. Ja, dass sie den Verstand verliert und richtig viel Scheiße baut. Gut, das war die letzte Aufnahme von Mike. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier hoch in den Lovers Büro reinkommen. Ah. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, das Beste, was ich machen kann, ist erstmal Flucht ergreifen.
Okay. Das ist nicht so schön. Nein. Okay, ich muss erst den Spitter ausschalten. Den Spitter und Hans. Ah, nö. Okay.